Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Interview mit Sandra Abbühl. Hallo liebe Sandra, es freut mich, dass du heute hier dabei bist. Ich freue mich auf dieses Interview. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist und was du so machst. Hallo Gianni, vielen Dank für deine Einladung für das Interview. Ich freue mich auch sehr. Ja, wer bin ich? Ich bin Mutter von drei Kindern, habe eine Familie, lebe auf dem Bauernhof und ich begleite Menschen von Herz zu Herz über die Herzenergie, über die Liebe und das macht mir ganz viel Freude. Das erfüllt mich mit ganz viel Liebe, wenn ich das machen darf, mit ganz viel Demut und ganz viel Dankbarkeit. Und so, das ist der. Ich gebe noch Yoga-Unterricht. Also es ist ganz breit gefächert, das, was ich mache, wo ich das einpacke, die Liebe, die Impulse, es sind auch Impulse, wo ich weitergebe, wo auch viel eine Zeit lang mit der Weiblichkeit zu tun hatten. Weil ich natürlich als Mutter von drei Kindern schon fast sehr, also ja, sind schon ziemlich alt meine Kinder, 18, 16 und fast 14, durfte ich halt auch da in meiner Partnerschaft mit meinen Kindern sehr viel erleben, sehr viel wachsen und durfte auch ganz viel in die Weiblichkeit hineintauchen. Und das ist auch so ein Teil von mir, was aber nicht bedeutet, dass ich nur mit Frauen arbeite oder nur mit Frauen unterwegs bin, sondern auch sehr gerne mit Männern, mit Paaren, auch mit Kindern, weil ich ja selber Kinder habe. Und ja, das ist mein Herz. Ich sage irgendwie, das Wichtigste an dem, was ich mache, ist, komm zurück zu dir und geh den Weg deines Herzens. Und ich merke, dass ich selber auf dem Weg bin und der ist nie zu Ende und nehme so die Menschen mit auf meinem Weg. Authentisch, echt, in meiner Wahrheit und so, dass sie ihre eigene Wahrheit finden dürfen. Wow, danke vielmal. Du bist ja auch noch Autorin, hä? Ja, Genau, stimmt. erzähl ein bisschen, was hast du so gemacht für Werke bis jetzt? Ja, genau, ich durfte mit einer ganz wundervollen Freundin, durfte ich drei Bücher veröffentlichen, Botschaften des Herzens. Das erste Buch ist die Natur, das zweite der Mensch und das dritte die Schöpferkraft. Und das durfte ich dank dir, Gianni, hat sich das Schreiben 2016 war das, glaube ich, ungefähr, hat sich das entwickelt nach einem wundervollen Telefonat mit dir. Und so ist das geflossen übers Schreiben. Irgendwann ist es auch geflossen übers Reden, dass Menschen zu mir in die Praxis gekommen sind und ich durfte ihnen eine Botschaft übergeben durchs Reden. Und ja, die Bücher sind, Tanja hat gemalt, Tanja Hajo, wundervolle Energiebilder. Also sie malt aus dem Moment heraus, so wie ich in dem Moment, aus dem Moment heraus geschrieben habe. Und so sind die Bücher nicht einfach so Bücher, die man einfach so liest, sondern sie sind wirklich zur Unterstützung gedacht in jeglicher Lebenssituation und in jeglichen Lebensthema, eben Natur, Mensch und Schöpferkraft. Sind auch ganz unterschiedlich von der Energie. Auch bei der Veröffentlichung waren sie ganz, ganz unterschiedlich und ja, sehr dankbar sind sie da, die Bücher, weil es ist ein Ausdruck, dem wir geben durften, Tanja und ich. Wow, eben ich kenne die Bücher, eben auch sehr empfehlenswert. Am Schluss in der Beschreibung, sonst vom Video, ist ja die Webseite und dort findet man auch die Bücher, wenn jemand Interesse hatte. Aber etwas, was noch zusätzlich dazu kommt, du hast ein sehr großes Wissen auch über die Natur, Naturmittel. Erzähl uns ein bisschen, wie du das so machst und auch integrierst in deine Arbeit. Ja, das ist sehr spannend. Ich habe Chemielaborantin gelernt, so also komplett das Gegenteil, was aber ja nicht bedeutet, dass es nicht dazugehört. Das ist ja alles zusammen. Und durch die Laborarbeit habe ich irgendwann gemerkt, als ich damit aufgehört habe, oh, das macht mir trotzdem noch Spaß und habe angefangen, Salben zu machen, Tinktur zu machen, Teesorten. Und ich liebe die Natur. Ich liebe es, im Wald spazieren zu gehen, mich mit der Natur zu verbinden. Obwohl die Natur ja in mir ist, also ich muss nicht unbedingt in den Wald gehen, dass ich die Natur spüren kann. Und die Natur ist
Ja, ist ein Riesenteil von mir. Ich wir leben jetzt in den Bergen, wir ziehen gerade um. Und das ist natürlich auch wunderschön für mich. Da bin ich sehr, sehr stark verbunden. Und Pflanzen, ja, das Pflanzenwissen, das ist ein Teil von mir. Ich arbeite mit Buschblüten. Ich liebe die Buschblüten. Sie sind so ganz fein und ganz sensibel. Es ist nicht das gleiche wie Bachblüten, weil Bachblüten kennt man aus der Schweiz und ich habe immer gedacht, ja, ich möchte auch regional bleiben, aber es hat mich zu den Buschblüten gezogen, zum Ian White, weil er arbeitet mit Aborigines aus Australien und das ist wunderschön, die Blüten. Und einfach auch trotzdem aber auch unsere Blüten aus der Region und die Pflanzen können uns extrem unterstützen, so wie das andere auch uns unterstützen kann, können uns die Pflanzen auch unterstützen. Wow, super. Da kommt gerade so eine Frage. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und er hat Mühe mit dem hormonalen System, das heißt im Körper, was für Möglichkeiten schenkst du dieser Person, wie sie sich unterstützen könnte? Da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich denke, zuerst, meistens gibt es ein Gespräch, oder? Es ist ein Gespräch und da kommt schon ganz viel aus dem Gespräch, kann man schon ganz viel erkennen, was ist vielleicht dahinter, hinter der Dysfunktion vom hormonellen System. Und Gott, du meinst das hormonelle System. Genau, ja. Und ja, was ist vielleicht noch dahinter? Vielleicht ist ja auch Stress dahinter. Unser Nervensystem ist über den hormonellen System. Vielleicht erstmal zu schauen, okay, einfach nur reine Impulse. Was kann man mit dem Nervensystem machen? Was findet der Mensch für Lösungen für sich selbst? Wie kann ich mich mehr beruhigen? Atemtechniken und Stressbewältigung. Und dann kann man auf jeden Fall mit Pflanzen eben, also es gibt wunderschöne Buschblütenmischungen. Ich mache es heute nicht mehr, dass ich einfach sage, ich mache jetzt eine Mischung für das hormonelle System, weil das ist für mich sehr unfrei, weil der Mensch ist so individuell und da würde ich einfach nach Buch gehen, sondern ich gehe mit dem Menschen. Also der Mensch zieht Karten, er ist total unterstützend, ist immer sehr überrascht, was er da für Karten zieht, weil die Pflanzen passen perfekt. Und meistens mache ich aber die Ziehung mit den Karten erst, nachdem der Mensch dann sich noch auf die Liege gelegt hat und ich dann auch einfach energetisch unterstütze, nach den Impulsen das energetisch fließen lasse. Da darf auch ganz viel passieren, das, was gerade passieren darf. Da bin ich im vollsten Vertrauen, dass genau das passiert, was passieren darf. Und der Mensch ja die Bereitschaft dafür gibt in dem Moment, wenn er ja kommt. Und ja, und danach die Buschblütenmischung, wenn er das möchte. Genau, es muss aber nicht unbedingt nur Buschblütenmischung sein, auch da bin ich offen. Meistens kommen dann Impulse. Es kann auch sein, dass der Impuls kommt, mal einen hormonellen Test zu machen, einen Speicheltest zu machen, wirklich einfach auch über die Hormone zu gehen. Aber eben zu verstehen, dass es nicht nur um Hormone geht, sondern da hängt viel, viel mehr dran. Und das ist nicht das hormonelle System an sich, sondern das zeigt sich, weil dorthinter schlummert was, was gesehen werden möchte. Und gerade bei uns Frauen, eben in der Weiblichkeit oder diese ganzen Menstruationsbeschwerden, das muss nicht sein. Wir müssen keine Schmerzen haben. Wir müssen keine Wechseljahrbeschwerden haben. Genau. Danke, ja, das sind sehr viele Geschichten dahinter und eben das ist ja auch wichtig, eben auch zu sehen, dass es immer individuell ist, wo jemand gerade drin ist. Wie kommst du an diese Themen mit den Menschen? Bekommst du die Antwort intuitiv oder bringst du sie in die Antwort rein? Beides, beides. Also es kommen sicher ganz klare Impulse, wo ich auch ganz klar sage, es ist von mir, also es ist nicht von mir, es ist intuitiv kommen die Impulse. Also es ist mit mir, natürlich mit meinem Wissen vermischt und mit dem, wenn ich mich frei mache, dass es fließen darf. Und gleichzeitig drehe ich es aber auch um, dass ich wirklich die Menschen frage, was sie brauchen. Also weil die Menschen haben ja die Lösung in sich. Also derjenige, der zu mir kommt, ich weiß, oder das ist meine Wahrheit. Jeder hat seine Lösung in sich. Und wenn ich ja davon rede, zurück zu dir, dann möchte ich ja die Menschen ermutigen, dass sie eben zurück zu sich kommen und nicht abhängig werden von irgendjemand, der sie begleitet, sondern dass sie das wirklich sehen und erkennen, hey, das ist ein kurzer Impuls, den kann ich mir holen oder eine kurze Unterstützung. Ich sehe das immer wie so eine kleine Krücke. Wenn man sich das Bein gebrochen hat, ist das praktisch.
mal mit einer Krücke unterwegs zu sein, aber man bräuchte sie nicht, aber man kann sie nehmen. Und so ist es auch irgendwo mit den Menschen. Ich probiere sie schon in die Selbstverantwortung, dass sie selber spüren, was brauche ich denn? Wo mit Fragen, mit gewisse Fragen, dass sie ganz zu sich kommen. Ich sehe das wirklich so, dieses zurück zu dir, zu sich. Ich nenne es immer so wie so eine Spule, so eine goldene Spule, das ist unsere Essenz, das ist unsere Urkraft. Und mit der Zeit, über die Jahre oder verschiedene Leben vielleicht sogar, hat sich ein Faden drum gewickelt. Und der Faden ist nicht unbedingt schlecht, aber der hat sich halt drum gewickelt. Und mancher ist vielleicht ein bisschen klebrig und nicht so praktisch und wir sehen die goldene Spule gar nicht mehr. Und wie schön ist es, wenn wir die wieder sehen und es entwickeln, ist für mich nicht noch mehr. Nicht noch mehr. Ich habe das lange Zeit selber gemacht, noch mehr, noch mehr. Und heute weiß ich, nein, es ist ein Entwickeln, wegnehmen, zu sich zu kommen. Und also probiere ich wirklich den Menschen in dem Moment auch wirklich zu unterstützen. Nicht nur, dass ich ihnen mit Impulse also die ganze Zeit Impulse gebe, sondern auch wirklich sage, hey, was spürst du? Was brauchst du? Genau. Wow, es fühlt sich sehr gut an, eben auch da diese Mischung. Und eben das, ja, ich finde, das machst du sehr gut. Du machst Danke. das vor allem auch sehr wertvoll. Schau mal, wir sind ja eben auch jetzt in einer Zeit, wo nicht ganz einfach ist. Und ich erlebe es immer wieder. Es ist schon mehrmals in ein paar Interviews vorgekommen. Und heute möchte ich es trotzdem auch noch mal fragen, weil ich erlebe immer wieder Menschen, wo momentan sehr viele Ängste haben. Eben auch Ängste, gerade vielleicht jetzt, wenn sie momentan zurückschauen von der Vergangenheit oder auch Ängste von der Zukunft. Was schenkst du für Möglichkeiten diesen Menschen, wenn sie zu dir kommen mit Ängsten? Also für mich ist das allererste Mal die Angst anzunehmen. Also anzunehmen in dem Sinne, ich schaue sie mal an. Meistens drücken wir ja unsere Gefühle weg. Oder wir haben das nicht gelernt, mit unseren Gefühlen umzugehen. Wir haben gelernt, wenn wir wütend waren als Kind, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht laut sein. Und die Ängste, die zeigen sich ja auch so stark, weil die Menschen sie ja nicht haben wollen. Und die Angst darf ja da sein. Sie ist ja nicht schlecht. Die Frage ist, wie gehen wir mit der Angst um? Und in dem Moment, wenn der Mensch zu mir kommt mit einer Angst, dann schaue ich mit dem Menschen wirklich die Angst an. Wo zeigt sie sich denn im Körper? Einfach auch mal raus aus dem Kopf. Oft sind ja die Ängste an Gedanken geknüpft, eben wie du sagst, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Aber was ist denn, wenn die Gedanken gar nicht mehr so stark sind, sondern wenn man einfach in den Körper kommt und mal den Körper fühlt und dann mal spürt, wo ist denn die Angst? Ist die Angst im Bauch? Ist die Angst im Herz? Ist die Angst vielleicht im kleinen Finger? Und dann einfach mal durchatmet und man merkt plötzlich, aha, die Angst, die geht vielleicht in 2 Minuten schon wieder weg, weil sie einfach Raum und Platz bekommen. Ich rede immer gern von, wenn Menschen bei mir ich arbeite viel mit Gefühlen, über Gefühle, weil ich das wunderschön finde, habe das halt durch die Weiblichkeit gelernt oder gelernt, es hat sich so eröffnet. Und für mich ist es wie die Gefühle, wir sperren die oft so wie in den Keller. Ich beschreibe das wie Kinder, die nicht folgen, die, wo wir das Gefühl haben, die sind so anstrengend, die sperren wir mal in den Keller. Macht ja keiner eigentlich, aber so fühlt sich's an, oder so in Keller und mit all den anderen Kindern machen wir es uns gemütlich auf dem Sofa, trinken was Feines, der Kamin brennt und die anderen, die klopfen die ganze Zeit an die Tür, aber wir machen einfach die Tür nicht auf. Wir machen die ständig nicht auf und irgendwann ist es so weit, dass die Tür eingetreten wird von den Kindern aus dem Keller, weil sie gesehen werden wollen. Und das ist dann, wenn uns die Emotionen überwältigen, wenn dann die Panikattacken kommen und die Menschen einfach denken, warum habe ich das? Aber es ist einfach jahrelanges Wegdrücken. Und ja, ich versuche mit den Menschen dort hineinzugehen, den Raum zu geben, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich geborgen fühlen und auch den Mut haben, dort hineinzugehen, ohne dass sie die Geschichte sehen müssen, ohne dass sie, es darf einfach gefühlt werden. Danke. Wunderschöne Geschichte, wie du das erzählst mit den Kindern im Keller. Das ist sehr bemerkbar. Also, das finde ich ist vor allem auch sehr dienlich. Ja, es ist so, weil das ist ja gerade das, was wir ja erleben, eben vor allem bei den Gefühlen, weil wir sie nicht kontrollieren können. Ja. Ja, genau. Aber eben dieses Zulassen, damit es eben auch dort mehr und mehr fließen kann. Ja. So, liebe Sandra, aber schauen wir das mal so an. Wenn du jetzt für diese Zeit, wo wir jetzt gerade erleben, wenn du den Menschen etwas mitgeben könntest, was würdest du ihnen mitgeben und was ist wichtig, auf was sollen sie achten? Also das allererste würde ich Ihnen mitgeben, das Vertrauen.
Das Urvertrauen in das Leben. Und dass das Leben es nicht böse mit uns meint, wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Oft ist es unser Verstand, unser Ego, wo meint, so müsste es sein. Und wir sind enttäuscht, wenn wir denken, oh, das klappt nicht und das ist nicht so, wie es ist. Und dass man da ins Vertrauen kommt und sagt, hey, ich bin im Vertrauen mit mir, ich bin im Vertrauen, ich nenne es Gott, ich bin im Vertrauen mit dem Leben in dem Moment, dass das Leben fließt, dass es ständig Veränderung gibt. Und es wird schwierig, wenn wir uns gegen die Veränderung stellen, wenn wir da und dann auch kein Vertrauen haben. Also ich würde auf jeden Fall Vertrauen mitgeben. Und zum Vertrauen gehört für mich, was würde ich noch mit, also das Vertrauen mitgeben und was würde ich raten? Raten würde ich, das Rat ist immer so, also der Impuls wäre so, dass der Mensch wirklich eben zurück zu sich kommt und schaut, was brauche ich denn? Was sind denn meine Bedürfnisse, damit ich mich zum Beispiel sicher fühle? Was bedeutet uns sicher nicht im Außen, diese Sicherheit, wo wir kennen, sondern in uns? Vielleicht sind das einfach manchmal 5 Minuten atmen oder 5 Minuten einfach im Wald oder sich wirklich wieder verbinden mit sich selbst. Und wenn man verbunden ist mit sich selbst, dann kommt man auch in dieses Urvertrauen. Genau, das ist so das, wo ich, also verbinde dich mit dir selber, komm zurück zu dir. Egal, was die anderen denken, egal, was im Außen alles passiert, gerade in der Situation, wo du sagst, es ist herausfordernd. Aber je mehr wir bei uns bleiben, und das bedeutet nicht, dass wir uns trennen oder abschneiden, sondern einfach, ich sage immer in unserem, dass wir unser Schneckenhaus, also wenn wir eine Schnecke sind, haben wir immer da unser Häuschen dabei und lassen nicht einfach unser Häuschen irgendwo stehen und laufen nackt umher, dass wir einfach total, ich habe kein Häuschen mehr, sondern ich nehme es mit. Und ja, manchmal ziehe ich mich zurück und dann bin ich ganz bei mir. Und ja, und vielleicht ist es das Gebet, vielleicht ist es eine Meditation, vielleicht ist es der Spaziergang, vielleicht ist es ein gutes Essen, vielleicht ist es auch der Abwasch. Es muss nicht irgendwo irgendwie in die Spiritu alles spirituell sein, um zu mir zu kommen, sondern in der Achtsamkeit. Danke vielmal, liebe Sandra, für die möchten. Es wird noch ein zweites Video geben. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung. Ciao, Sandra. Ciao, Gianni, danke dir vielmals.